Was begeistert fast jeden Einzelnen von uns schon seit Tausenden von Jahren? Exakt, schon damals, in der fucking Steinzeit oder welcher Zeit auch immer, haben die guten alten Höhlenmenschen auf die Steine geklopft und sind dabei im Kreis gesprungen. Und haben Musik produziert. Hell yeah. Und sie begeistert uns nach wie vor mehr als fast alles andere auf der Welt. Nicht ohne Grund ist Music Production oder generell das Machen von Musik eines der beliebtesten Einstiegsfelder für junge, kreative Leute. Gott sei Dank wird es immer einfacher und zugänglicher für die Leute, Musik zu machen. Sodass ich mittlerweile schon der erstbeste Fischkopf mit einer schwarz-weißen Cap und schwarzem Shirt an eventuell heranwagen könnte, Musik zu produzieren. Und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Wir haben vor, zu lernen, wie Musikproduktion funktioniert. Kurze Background-Story dazu. Ich bin eigentlich riesengroßer Fan von extremer Musik. Metal, Punk, Rock, alles was in die Richtung geht. Und da ich früher gelegentlich auch unterwegs war in Etablissements elektronischer Musik, sagen wir mal sehr harter elektronischer Musik, finde ich alles, was scheppert, richtig geil. Aber wir lernen hier heute nicht, wie man richtig das Gehirn durchknetet mit Bass oder E-Gitarre, sondern machen wir heute einen Beat. Beziehungsweise, ich habe einen Stream gemacht, dessen Goal es war, meinen allerersten eigenen, selbstgebauten Beat zu machen. Als kompletter Turbo-Giga-Noob, ohne Ahnung von nichts, habe ich also Ableton angeworfen und probiert mich reinzufuchsen und das ist dabei entstanden. Das Ziel ist es, Ableton zu öffnen und den allerersten Beat irgendwie zusammenzuschustern. Egal was, egal wie schlecht, egal wie gut, bis 15 Uhr habe ich Zeit. Sollte ich das nicht schaffen, dann werde ich gezwungen sein, mir ganz, ganz, ganz grässliche TikToker-Musik anzuhören. Ab geht's. Ja, es ist vorbereitet, es ist präpariert, es ist angerichtet. Bin sehr gespannt. Nach ein klein bisschen Research habe ich herausgefunden, dass im Wesentlichen jede Art von Musik oder jeder Beat aus drei Kernelementen besteht, die wiederum aufgeteilt sind in verschiedene Subkategorien. Und zwar haben wir zum einen, was einige als die Foundation für jede Art von Track bezeichnen würden, nämlich die Drums. Wiederum in den Drums gibt es die Kick, die Snare oder auch Clap und die Hi-Hats. Ich check's nicht. Bevor ich jetzt hier ewig lange weitersuche, ich nehme Kick, Sound und YOLO und ich glaube, ich mache und dann ab und zu mal den hier. Also das ist der Main und dann kommt irgendwann du. Okay. Okay. Wir suchen auch eine Clap. That shit sounds terrible! Das ist ja übertriebener Schrott, Alter! Ey, ich dachte so, oh Junge, ich reiß richtig was! Ey, das ist ja dann. Okay, das geht gar nicht klar, Digga, das geht wirklich gar nicht klar. Okay, du bist gelöscht auf jeden Fall. Okay. Ja, ich hab ne Idee. Pass auf. Digga, was mach ich hier? Was ist das? Ich copy das jetzt und paste das. Das hier kommt weg und dafür kommt noch ein dritter Kick direkt dahinter. Und jetzt hören wir nochmal rein. Ja, Mann! Geil! Richtig geil! Nice. Okay, jetzt haben wir hier ein MIDI-Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, lass mal hören. Was ist das für ein Müll, Digga? Das ist ja der letzte Scheiß.
Wie kann ich jetzt diese Noten verschieben, ohne dass ich hier... Fuck. Okay. Ey, yo, ey, das ist keiner lit, ey. Was ist los? Ey, das ist irgendwie krass. Also jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich gerade aus Versehen einfach den littesten Scheiß gedroppt überhaupt? Okay. Ah, ich weiß ja nicht. Nach sehr viel rumgestruggelt mit den Drums ging es weiter zum Bass. Geil. Klingt so geil, Alter, wirklich. Geil. Richtig geil, Digga, richtig geil. Ja, so mache ich das. Der kommt den ersten Achter und der hier den zweiten Achter. Oh yeah! Yeah, geil! Ja, aber ich muss hier noch was ändern. Ich will, dass das auch ein Triple ist. Junge! Sounds like a fuck. Hört sich an wie ein Furz, Junge. Das ist ja nur so fett. Junge! Und als es sich um den Bass wiederum erledigt hatte, ging es weiter zu den Mids. Sei es drum, ob Gitarre, Piano oder was auch immer, machen in der Regel die Melodie des Songs aus. Bruder, das ist geil. Das ist richtig geil. Ah! Geil. Electric Guitar. Nice. Was ist das? Ich will eine E-Gitarre finden, Mann. Okay. Interessant. Wir hören jetzt uns alles zusammen an, einfach mal. Wir haben noch fucking 15 Minuten, Junge. Ich raste aus. Nein! Fuck. Ich weiß genau, was ich machen will, aber ich bin viel zu unskilled in diesem Programm, um das schnell zu handeln. Ach. So ein Müll, so ein Müll, so ein Müll, so ein Kack. Fuck! Ich schaffe es nicht mehr in der Zeit. Ich kriege wirklich die Krise. Als fucking kompletter Ableton-Noob ist es so schwer, die einfachsten Sachen einfach hinzukriegen und zu machen. Okay. Wir machen das aber, glaube ich, nur für zwei. Dann kommt noch ein Element dazu, sagen wir einfach mal. Kurz.
Ja, es gefällt mir. Okay, ich denke, wir haben es. Ich denke, wir haben es. Es ist 15.30 Uhr. Aber ich denke, wir haben es geschafft. Wir hören jetzt einmal den ganzen Beat an. Von vorne bis hinten. Wird knattern, Junge. Es ist soweit. Zu diesem Zeitpunkt bin ich fertig. Leider nicht mehr im von mir selbst vorgegebenen Zeitlimit. Aber wenn ihr jetzt das finale Ergebnis hört, keep in mind, ich habe davor noch nie irgendwas in die Richtung gemacht und an dem Tag live gelernt, wie das überhaupt funktioniert. Also, don't be too hard on me. Let's fucking go. Der finale Beat. Let's go. Also ich finde geil. Ich muss darauf einen Text schreiben. Nice. Wir haben genau das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe meinen ersten Beat fertig gemacht. Jetzt, wo ich ihn ungefähr 3000 Mal hintereinander gehört habe, bin ich irgendwie gar nicht mehr damit zufrieden. Und ich meine, das ist mein erster Beat. Wahrscheinlich ist er tatsächlich so. Mäh. Aber an sich, der Prozess, mega gebockt. Der Beat auch mega gebockt. Und eigentlich, für den allerersten Beat, ich bin mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden. Richtig, 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 richtig nice. Hab richtig Bock. Ich hab's leider nicht im Zeitlimit geschafft. Knapp eine Stunde zu spät. Naja, 47 Minuten zu spät. Das heißt, ich gehe jetzt auf YouTube und gönne mir die Creme de la Creme der TikTok-Musik-Genies. No way. Digga, der ist 3. Oh Gott. Und ich hab den ganzen Tag. Du hängst die ganze Zeit vor der Glotze rum. Lass doch mal endlich wieder raus. Bruder, was ist das? Sein Vater steht im Hintergrund mit Gürtel bereit. Digga, der ist 5, der hat noch nicht mal Ahnung, wie man, der kackt sich noch in die Hose. Digga. Immer wenn ich meine Skills perform, schreien meine Leute Yannick Freestyle nach vorn. Ein, zwei oder dreimal um den Ball, das geht bei mir schneller als der Urknall.